Es gibt noch einen Nachtrag zu dem Haltbarmachen von Pflanzenöl. Pflanzenöl kann ja ranzig werden, wie wir wissen. Und dem kann ich entgegenwirken, indem ich zum einen bei der Herstellung des Pflanzenöls darauf achte, dass wenig Sauerstoff eingetragen wird oder das Öl mit möglichst wenig Sauerstoff reagiert. Ich kann aber auch bei dem Umgang mit dem Pflanzenöl, also jetzt zum Beispiel beim Abfüllen, darauf achten, dass möglichst wenig Sauerstoffkontakt entsteht. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann zum einen mit Stickstoff arbeiten, sozusagen die Flasche hier innen mit Stickstoff füllen, sodass beim Füllvorgang die Flasche, ich mache das mal hier, beim Füllvorgang die Flasche gefüllt wird und dann der Stickstoff langsam entweicht, bis hier oben eine Blase ist, die dann letztendlich dafür sorgt, dass der Sauerstoff außen vorbleibt. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, das sieht man hier sehr schön. Das Pflanzenöl fließt am Rand der Flasche herunter. Das bedingt, dass ich die Flasche so unter den Einfüllstutzen stelle, dass der die Flasche berührt. Dann kann ich mir diese ganze Stickstoffprozedur sparen und das Öl ist trotzdem ein Jahr haltbar. Dunkel und trocken sollte es gelagert werden und das ist auch gar kein Problem bei den meisten. Man nimmt da eigentlich den Keller oder den Kühlschrank.